So, hallo ihr Lieben, willkommen bei dieser Episode von Beyond Perception. Und ganz vorab habe ich hier ein kleines, ja sozusagen Geschenk an euch, treue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das sind zwei Coupons von Aquadea, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Der eine ermöglicht eine der Duschen. Ihr werdet später darüber hören, was es mit diesen Duschen auf sich hat und warum das so spannend ist. Und genau eine dieser Duschen für, ich glaube, 2 Wochen gratis testen zu dürfen unter Einlösung dieses Coupons. Und den möchte ich euch hiermit schon mal vorab mitgeben, dass der nicht verloren geht. Das ist komplett unverbindlich. Und ihr werdet hören, warum das so spannend ist. Und das andere ist hier so ein kleiner Coupon, der uns auch von Aquadea zur Verfügung gestellt wurde, um, sofern es zu einem Kauf kommt, ja, komplett euch überlassen, noch einen kleinen Discount zu bekommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Episode und los geht's. Herzlich willkommen wieder mal bei Beyond Perception, wo es auch heute wieder mal darum geht, einen Blick auf die Welt jenseits der eigenen Wahrnehmung zu werfen, mehr über uns zu erfahren, unser Potenzial und hoffentlich das auch zum Leben zu erwecken. Mein Name ist Simon und ich darf heute Werner Habermeyer als Gast begrüßen. Werner, du bist Forscher, Entwickler, insbesondere von Wirbeltechnologie und Wasseraufbereitung und Gründer und Leiter von Aquadea, was bedeutet Wassergöttin. Ich vermute, da kommen wir noch drauf zu sprechen später. Wo du über verschiedene Produkte, zum Beispiel Wasseraufbereite, Duschköpfe und vieles mehr ermöglichst, diese Wirbeltechnologie in den Alltag zu integrieren und hierdurch letztlich auch den Menschen zu befähigen, zu sich selbst zu finden. Herzlich willkommen, Werner. Vielen Dank, Simon. Ich freue mich sehr über die Einladung und ich begrüße alle Zuschauer, alle Interessenten und danke, dass ihr offen seid für diese Themen. Ja, wunderbar. Ich vermute, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer haben schon mal gehört, dass der Mensch zu circa, also weiß auch nicht genau, 65% aus Wasser besteht und die Erdoberfläche zu 70% aus Wasser besteht. Und da könnte man ja vermuten, dass Wasser ziemlich wichtig für oder einen großen Stellenwert für Leben auf dieser Erde hat. Aber andererseits so wirklich viel, also mich eingeschlossen über Wasser selber, weiß ich gar nicht. Und wenn ich jetzt so die erste Frage dir zuspiele, also wir haben es gerade schon gehört, Aquadea heißt Wassergöttin ursprünglich. Wie kam es denn zu deinem Interesse für Wasser? Also mein Grundinteresse war schon, seit ich Jugendlicher war, so seit 14, 15 Jahren, war eigentlich die Quantenphysik. All das, was über die Materie rausgeht und wo irgendwie erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das gab es irgendwie in der Schule leider gar nicht. Da wurde mein Wissensdurst nicht befriedigt und dann war ich da auch nicht allzu gut oder war dann eher der Störer auch in der ganzen Nummer. Also Quantenphysik ist natürlich auch sehr eng mit Wasser verknüpft. Ich hatte dann 1991 ein Nahtoderlebnis, nachdem dann klar war, dass ich so etwas meinen roten Faden im Leben verloren hatte. Und den konnte ich dann da wieder aufnehmen. Also das war wie so ein kurzer Reset, ein Erinnern an mögliche Projekte, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und ich war da vorher dann ein bisschen in dem ganzen Party und Feiern und ja, und Freizeit-Sumpf versumpft. Und habe mich dann einmal wieder neu orientiert. Und das war dann das Thema Wasser. Da war ich dann bin ich dann in die Universitätsbibliothek, habe mir alle möglichen Bücher über Wasser geholt. Und die meisten waren Wasser auf der materiellen Ebene, heißt destilliertes Wasser, welche Giftstoffe sind im Wasser, wie bekomme ich Wasser sauber, Umkehrosmose, Filter und so weiter. Und dann gab es aber auch ein Buch von Professor Ivan Engler, das hieß Das Gedächtnis des Wassers. Das ist ein Salzburger Professor und das hat praktisch eine komplett andere Ebene eröffnet. So, wow,
Wasser hat nicht nur Dreck in sich, den man unbedingt rausnehmen muss, sondern Wasser hat eine Informations-, Erinnerungs-, Speicherungsfähigkeit. Und die Daten aus dem Wasser sind auslesbar und so weiter. Und das war dann so mein nächstes Interesse. Und dann habe ich relativ schnell jemanden getroffen, da war ich auf einem Wasservortrag, der die Wasserstelle für levitiertes Wasser in München zu verkaufen hatte. Nämlich so eine Hachenei-Wasserstelle, wo so ein großer Wirbelapparat steht, wo Wasser 4,5 Minuten verwirbelt wird und es wieder lebendig wird und ganz andere Heilungskräfte hat oder ganz andere Fähigkeiten, ins Bindegewebe, in die Zellen einzudringen und Austauschprozesse in einer ganz anderen Geschwindigkeit zu machen. Genau, das war so kurz der Werdegang. Ein wichtiger Punkt war dann noch, ich hatte dann gespürt, wenn die Maschine läuft, was für ein Torusfeld sich um diese Maschine aufbaut, im feinstofflich-ätherischen. Teilweise ist dann die Quarzuhr irgendwie 100 oder 1000 Mal so schnell gelaufen, wenn ich dieses Gerät lang anhatte. Das heißt, da hat dieses Torusfeld interferiert mit dem Quarzkristall in dem Zeitmesser. Ja, und ich hatte einfach gespürt, was da passiert mit meinem eigenen Raum, wie ich klarer werde, wie sich die Wahrnehmung verbessert, wie ich mehr Standing bekomme. Und da war auch schon die Idee so geboren, wow, sowas will ich eigentlich verfügbar haben, dass man das in jedem Haushalt benutzen kann. Genau. Wahnsinnig spannend, du hast jetzt auch schon einige Dinge angeschnitten. Also, du hast gerade die Erinnerungsfähigkeit des Wassers angesprochen. Wie kann man sich das verstehen, dass wenn man auf der einen Seite vielleicht physisch die ganzen Fremdstoffe rausnimmt, ist das Wasser trotzdem noch nicht rein in dem Sinne. Also da hat es noch eine gespeicherte Information, dass diese Schadstoffe da drin waren, oder wie kann man das verstehen? Also diese Ebene, diese materielle Ebene, wo es darum geht, Schadstoffe, Pestizide, Hormone, Schwermetalle, Medikamente, Rückstände etc. aus dem Wasser rauszunehmen. Das ist die materielle Ebene für mich. Mhm. Und hier in der Gesellschaft, wo wir uns hauptsächlich aufhalten, ist die Fixierung auf diese materielle Ebene gegeben. Bei dem normalen Menschen gibt es eigentlich wenig, was über die materielle Ebene hinausgeht. Also das Wort Belebung ist inzwischen schon deutlich klarer als früher oder anerkannter. Genau, zu deiner Frage. Also es gibt eine Theorie, ich spreche jetzt immer von Theorien, weil das, was wir wirklich über Wasser wissen und die Eigenschaften sind, sehr wenig. Vielleicht 10% oder noch weniger, was überhaupt zu wissen ist. Und ich entdecke auch jeden Tag neue Sachen und weiß eigentlich auch, wie wenig ich tatsächlich weiß. Von daher, alles, was ich sage, ist ein Versuch einer Erklärung, Versuch der Wahrheit näher zu kommen, der Versuch, Dinge in 3D zu beschreiben, die auf 5, 6 oder 7D ablaufen, was nicht unbedingt einfach ist. Also eine Theorie ist, ich habe hier ein Bleimolekül im Wasser, materiell. Jedes Molekül hat eine Eigenschwingung. Und um dieses Bleimolekül bauen sich Wassermoleküle auf, die an den Bleidorten kleben. Und einen riesigen Haufen von, sagen wir, 100.000 Molekülen um das Blei herum aufbauen. Jetzt schwingt dieser ganze Haufen in der Eigenfrequenz von Blei. Jetzt kommt der Filter oder die Umkehrosmose, nehme ich das Blei raus. Ich habe aber weiterhin diesen Haufen, der immer noch in der Eigenschaft, in der Eigenfrequenz von dem Blei schwingt. Und dieser Haufen hat einen homöopathischen Effekt. Das heißt, über diese Art und Weise wurde auch die Homöopathie nachgewiesen, dass es in dieser Art von Funktion gilt. Und erst durch wirklich sehr intensive Wirbelprozesse kann ich diesen Haufen wieder Stück für Stück auflösen.
die Wassermoleküle wieder vereinzeln, dass ich wieder viele einzelne freie rotierende Wassermoleküle habe. In der Natur kennt man das, wenn ich einen ursprünglichen Fluss habe, der durch die Landschaft meandert, wo ganz, ganz viele Wirbelprozesse laufen, wo der Zentralwirbel des Flusses erst in eine Richtung geht, an der Furt dann dreht in die andere. Da werden all diese alten Informationen wieder kleingemahlen, aufgelöst, teilweise aber auch die materielle Ebene, dass ich langkettige Giftstoffe, Pestizide sind ja langkettige Kohlenstoffverbindungen, dass die durch die Wirbel Stück für Stück wieder zerlegt werden in kürzere Ketten, bis ich dann eigentlich nur noch unbedenkliche Kohlenstoff-, Stickstoffmoleküle irgendwann dann habe. Das mit den Clustern ist eine Theorie, die sich teilweise auch unter dem Protonenspintomograph. Kann ich die Protonenverteilung im Wasser sichtbar machen. Ja, okay. Um das noch ein bisschen breiter zu beleuchten. Im Leitungswasser habe ich das Wasser unter Druck. In einem Rohrleitungssystem gibt es kein Wirbel, sondern da wird Wasser immer nur ein Stück weiter geschoben. Also da habe ich keine innere Bewegung mehr. In einem Gebirgsbach habe ich Milliarden von Wirbeln. Im Rohrleitungssystem hören die Wirbel auf. Das Wasser verliert an innerer Bewegung. Das heißt, die Wassermoleküle drehen sich nicht mehr oder drehen immer langsamer. Und je langsamer die drehen, umso leichter können die sich, da sie ja polar sind, also Plus- und Minusseite haben, können die sich dann wie Magneten zusammenklicken. Und dann entstehen diese riesen Clusterhaufen. Das heißt, das Leitungswasser, je länger es in der Leitung steht, wird immer apathischer. Also es fällt von der ganzen Lebenskraft, von seiner Emotionalität nach unten bis in die Apathie oder noch töter. Also wenn Wasser dann lang irgendwo steht, in irgendwelchen Flussarmen, dann fängt es zu faulen an, wenn kein Austausch da ist. Und da habe ich dann Wasser mit praktisch keiner Bewegungsenergie mehr. Das ist dann auch relativ unwirksam auf den Stoffwechsel. Das heißt, ich kann es zwar dann filtern oder mit Osmose behandeln, dann ist es zwar sauberer, aber es ist trotzdem noch tot. Also es ist verdichtet und der Körper braucht sehr viel Energie, um das Wasser überhaupt zellgängig zu bekommen. Eine Frage hierzu bezieht sich das zum Beispiel auf diese Bovis-Einheiten, die wie auch immer angeben, wie viel Lebensenergie das Wasser noch trägt, oder ist das wieder komplett was anderes? Also Bovis messe ich mit einem Pendel. Das ist im Pendelbereich ein standardisiertes Verfahren. Und da gibt es eine Schwelle, ich glaube, ab 7000 Bovis beginnt das Wasser förderlich wieder für den Körper zu werden. Also das förderlich ist, heißt Energie zuführend oder Ordnung bringend? Ja, dass es mehr Energie zuführt, als es dem Körper nimmt. Okay. Wenn ich ein totes Wasser habe, das vielleicht 1000, 2000 oder 3000 Bovis, das nimmt dem Körper Energie. Und ich hab gelesen, dass je nachdem Nahrungsmittel im Supermarkt nur noch, wie auch immer, 1000 Bovis-Einheiten oder so haben. Mhm. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass es relativ tot ist. Ja. Genau. Und dass je nachdem selbst angebaute Lebensmittel im Garten oder so bis zu 20.000 Bovis-Einheiten haben. Mhm. Das wäre ja schon ein Riesenkontrast. Würde etwas Inspiration, Motivation geben, so einen kleinen Garten anzulegen. Ja, auf jeden Fall. Und je länger ein Transport ist, sei es jetzt Wasser in Wasserleitungen oder Nahrungen in LKWs, das zehrt alles an der Lebensenergie. Dann werden die teilweise noch bestrahlt, damit sie länger haltbar gemacht werden. Und so. Gut, aber da kommen wir ein bisschen in die Nahrungsebene. Diese Bewegungsebene und Wasser aus der Apathie wieder in einen freudigen Zustand zu bringen,
wo das Wasser wieder eine Anbindung an die, ich nenne es mal, Seele des Wassers bekommt und nicht mehr abgetrennt ist. Das heißt, wenn Wasser wieder angebunden ist, hat es auch eine höhere innere Intelligenz wieder, hat eine andere Ordnung, kann anders auf den ganzen Organismus wirken. Und ja, wenn ich es dann auf einer ätherischen Ebene betrachte, dann habe ich eben wieder diese Anbindung an etwas Höherem, an den Ursprung des Wassers. Und ich habe die Informationen eher in Schwingungsmustern gespeichert, die kommen und gehen. Also Wasser wird oft so als ein statischer Zustand beschrieben. So, ich habe jetzt ein hexagonales Wasser, weil ich weiß nicht, die Vorstellung scheint da zu sein, dass da lauter sechseckige Wasserkristalle da drin sind. Nur kurz als Frage, das ist diese vierte Phase des Wassers, oder? Hexagonales Wasser, was also Pollack, glaube ich, erforscht hat, oder? Genau. Aber Wasser, wenn es lebendig wird, also auch wenn es die vierte Phase dann in Teilbereichen annimmt, dann ist es immer in Bewegung. Also wenn ich jetzt hier ein Glas verwirbeltes Wasser habe, dann habe ich hier Milliarden von kleinsten Wirbeln, die über Tage oder Wochen noch weiterlaufen. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz hohe innere Bewegungsenergie. Das heißt, das Wasser bildet kurz ein dreidimensionales, sechseckiges Muster. Dann löst sich es wieder auf, bildet wieder ein neues Muster, löst sich wieder auf. Das Wasser tanzt. Es bildet ununterbrochen neue Formen. Und je höher das Wasser schwingt, umso mehr scheint es wie eine Antenne zu sein, mit zum Grundaufbau der Natur, also zu den Grundkonstruktionen, die die Natur verwendet. Heilige Geometrie, goldener Schnitt, eurische Zahl, logarithmische Skala. Das sind alles Begriffe, wo wir mathematisch beschreiben, wie die Natur ihren Aufbau vollzieht. Und wenn ich mit diesem Grundaufbau der Natur, wenn da das Wasser in Resonanz geht, dann entstehen ganz viele Muster drin. Und das hexagonale Muster ist eins von vielen. Aber Wasser hat an sich die Tendenz, sich sechseckig zu formieren von seinen ganzen Ladungsverhältnissen. Da gibt es ja auch dieses, also das haben wir letztes Jahr gemacht und wir haben immer noch zwei kleine Gläschen mit gekochtem Reis. Also ich habe das einmal gehört, Wasser ist Bewusstseinsträger und das macht da auch irgendwo intuitiv vielleicht schon Sinn. Und eben, ich habe es vorher gesagt, Wasser stellt einen Großteil von unserem physischen Körper dar. Und dieses Experiment haben wir gemacht, du kochst Reis, ne, und machst ihn in zwei kleine Gläser rein. Und dem einen schenkst du Liebe, dem einen Gläschen, ja, und dem anderen schenkst du Hass. Das eine projizierst du mit positiven Emotionen und dem einen eben die negativen Emotionen. Und die beiden Gläschen stehen bei uns immer noch in der Küche. Ich habe es jetzt gerade nicht da. Aber das eine Gläschen ist immer noch weiß. Das sieht aus wie am ersten Tag, der Reis gekocht, ja. Und das war März letztes Jahr, also ein Jahr und nochmal 4 Monate. Und das andere Gläschen ist schwarz, ja. Und das ist ja auch irgendwo sehr eindrücklich. Und ich glaube, der japanische Forscher Emoto hat da, glaube ich, auch bildhaft verschiedene Kristallstrukturen von Wasser gemacht. Steht das dann sinnbildlich für das, was du sprichst, wenn Wasser wieder mehr Lebensenergie trägt, dass sich das dann auch über diese Wasserkristalle anders hervorhebt, wie wenn das eben nicht der Fall ist? Dass sich das optisch oder tatsächlich über Bilder dann auch sehen lässt. Ja, also wir haben beim Dr. Emoto Bilder machen lassen. Und also grundsätzlich kann man sagen, in einem toten Wasser findet man keine schönen Kristalle. Also wenn Wasser Leitungswasser ist, verdichtet ist, verdreckt ist, dann kann man tagelang Tropfen von dem Wasser unter dem Mikroskop untersuchen. Vielleicht findet man dann irgendwann mal einen Tropfen, wo irgendwie ein Kristall drin ist, der vielleicht ganz nett noch aussieht, aber es ist schwierig, da überhaupt was zu finden drin.
Und je mehr ich Wasser lebe, umso mehr ist es in der Lage, umso mehr tanzt es eben, umso freier können die Energien im Wasser fließen, der ganze Austauschprozess von Wasser auch mit der restlichen Natur. Und dann finden sich solche wunderschönen Kristalle. Wir hatten auch das Wasser von einer unserer Duschen untersuchen lassen. Das ist so eine Dusche, die hat dann hier so diese Platte mit den 6 oder 7 Auslässen oder 5 Auslässen. Und da haben wir dann im Eiskristall diese Platte gespiegelt gesehen mit den 7 Auslasslöchern. Einmal als positiv, in einem anderen Kristall als negativ. Das heißt praktisch, diese Platte war dann praktisch im Eiskristall genauso wieder sichtbar. Das heißt, da hat der Kristall des Eis dieses Fraktal genommen, wo es als letztes damit in Berührung war. So. Ja. Und um diese Platte herum ist dann der Kristall ganz filigran entstanden. Wir haben ähnliche Untersuchungen beim Dr. Höfer am Bodensee machen lassen. Der macht eine spagyrische Kristallanalyse. Das ist ein mehrstufiges Verfahren, wo er Wasser verdunsten lässt, kalziniert und so weiter. Das ist ein bisschen ein alchemistisches Verfahren. Aber damit kann man auch sehr, sehr gut die Lebensenergie nachvollziehen. Wie hoch ist Lebensenergie im Wasser? Genau, also über die bildhaften Methoden kann ich das bestätigt bekommen, was ich jetzt mit Bovis-Einheiten zum Beispiel teste oder mit anderen Verfahren. Also so wie ich mir das jetzt zusammenreime in meinem Kopf ist, und ich glaube, du hast es gesehen, also wir haben auch vor ein paar Tagen einen Podcast gemacht, da haben wir verschiedene Weltbilder sozusagen kalibriert in Bezug auf deren Bewusstseinswert. Ja. Und ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt weiter erläutern, aber jeder, der interessiert ist, kann es gerne angucken. Wieso ich das sage? Weil wir zum Beispiel das Evolutionsmodell verglichen haben mit dem sogenannten Involutionsmodell, und das Involutionsmodell ist sozusagen die Umkehrung. Das besagt, dass zuerst Bewusstsein da ist, das sich zunehmend verfestigt, verdichtet, bis schließlich als unterste Dimension sozusagen die Materie erscheint. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann erscheint das wieder in meinem Kopf, dieses Modell, dass es eben nicht nur ausreicht, diese grobstoffliche Dimension zu reinigen, sondern, und da bin ich gespannt, wie du das jetzt gleich auseinandernimmst oder nicht, sondern es geht eigentlich darum, an die Quelle dieser physischen Manifestation zu gehen, also das, was eigentlich sich viel weiter oben schon als Schwingung befindet. Lass mich das nochmal anders beschreiben, dass es eigentlich weit über das Grobstoffliche hinausgeht, sondern auch den feinstofflichen Bereich, der vielleicht durch Fremdschwingungen überlagert ist, zu reinigen. So reime ich mir das in meinem Kopf zusammen. Vielleicht kannst du das mal ins richtige Licht stellen. Also was das bei mir auftaucht, ist, für mich ist die Abstufung so, es ist Geist, Licht, Wasser, Wasserstoff, also von der Entstehungsgeschichte, ja. Aus Geist entsteht Licht, aus Licht kann Wasser, Materie entstehen. Und in der Chemie, Physik sagt man ja, spricht man von den Anomalien des Wassers, wie viele Anomalien es gibt. Für mich ist es eigentlich andersrum. Wasserstoff, Wasser ist das Normale, und alle anderen Stoffe sind in Bezug auf Wasseranomalien. Weil Wasser und Wasserstoff haben die größte Durchdringungsfähigkeit, die sind überall zu finden. Während die anderen Stoffe im Periodensystem sind immer mehr spezialisiert, haben immer weniger breit gefächerte Eigenschaften, sind aber schwerer und haben immer mehr spezielle Eigenschaften. Interessant, und ich vermute, dass Wasser, das, du hast es ja vorher schon angedeutet, das Wasser, das aus unserer Leitung kommt, vielleicht das abgefüllte Flaschenwasser oder das, was wir zum Duschen, Baden und so weiter benutzen, das ist wahrscheinlich nicht in der besten Qualität, oder?
Genau, also Leitungswasser ist per se nicht sehr hochschwingend. Durch die ganzen Behandlungen, durch den Druckprozess, durch die unnatürliche Führung in geraden Rohren, wo es keinen Wirbelprozess mehr machen kann. Das heißt, je länger es in den Rohren ist, umso tiefer fällt es von seiner Schwingung, umso unlebendiger ist es und umso unwirksamer ist es. Und da kommst du jetzt genau mit deiner Technologie und deinen Produkten, um dieses Wasser wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen oder zu beleben? Okay, also ursprünglicher Zustand ist ein schwieriger Begriff. Ich höre es manchmal sagen, okay, es wird ein Wasser hergestellt, wie das Urwasser ist. Das ist, also kann ich so nicht nachvollziehen, sondern Wasser kann unterschiedliche Qualitäten haben, unterschiedliche Lebendigkeiten. Also das würde bedeuten, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, könnte das eine Wasser optimal sein, vielleicht in einem Monat ein bisschen anderes Wasser. Genau, man kann schauen, das kann man eigentlich ganz leicht rausfinden. Man trinkt ein Glas Wasser und schaut, verschwindet es schon im Mund oder ist es wie eine Säule bis in den Magen runter? Oder kann ich mehrere Gläser davon trinken, ohne dass ich hier eine Sperre bekomme? Und die Säule bis runter, das wäre ein gutes Zeichen. Nee, das wäre kein gutes Das wäre Zeichen. kein gutes Zeichen. Okay. Nee. Und ein gutes Zeichen ist auch, dass ich einen trockenen Mund bekomme. Also dann sagt der Körper, hey, gib mir mehr von dem Wasser, Okay. damit Stoffwechselprozesse machen, die ich mit Cola nicht machen konnte. Und er verlangt danach, weil dann mit dem ersten Glas guten Wasser fängt er die Prozesse an und will dann mehr haben, um seine Vorgänge auch abschließen zu können. Sonst bleibt der Körper in seinen Prozessen wieder stecken. Okay. Ja. Und mit dem Wirbelprozess, mit den Wirbelkammern, kann ich Wasser immer noch lebendiger machen. Also ich kann es immer höher potenzieren, dass es immer mehr in einem geistigeren Bereich schwingt. Also von Freude aus immer weiter nach oben gehend. Bis zu sowas, was ich Nullpunkt nenne, wo dann praktisch totale Ruhe ist, wo es nichts mehr gibt, wo ich mich mit beschäftigen will, von der Schwingung, was das Wasser dann ausstrahlt. Also wo dann auch alles in Ordnung ist. Wenn ich hierzu, weil ich habe das auch in ein paar deiner Vorträge schon gehört, du sprichst von diesem von Nullpunktfeld. Was steckt für dich dahinter? Ist das die Quelle, aus der wir kommen? Ist das, ich weiß auch, dass du das Zwölf-Dimensionsmodell von dem Burkhard Heim immer mal wieder erwähnst. Entspricht das einer Dimension in diesem Modell oder wie würdest du das zusammenführen? Oder passt das vielleicht gar nicht zusammen? Also für mich gibt es eine verschiedene Dichten, Ebenen, die nach oben immer feiner, höher schwingen werden, die bis möglicherweise unendlich gehen. Okay. Unendlich wäre dann die Quelle. Wenn man es jetzt in den Chakren sieht, kann man sagen, okay, es gibt 14, 13, 14 Chakren, eventuell noch mehr. Burkhard Heim mit den 12 Dimensionen, der ist halt von 12 Dimensionen ausgegangen. Mir geht es um dieses Prinzip, dass es mehrere Dimensionen gibt, die ganz andere Blickweisen erlauben und ganz andere Seinszustände darstellen. Und ich kann Wasser immer mehr, also ich kann durch den Wirbelprozess wie kleine Tunnel machen, die in andere Dimensionen reichen. Das heißt, das Wasser mit mehr übergeordneten Dimensionen verknüpfen, dass der Torus in immer höhere Dimensionen reinreicht. Nur ist es dann die Frage, wo halte ich mich aus und vertrage ich diese hohen
Schwingungen. Weil je höher das Wasser schwingt und je tiefer ich schwinge, umso stärker ist die Spannung dazwischen. Und jetzt kann sein, dass ich diese Spannung nicht stehe und plötzlich ganz viel Unterbewusstes in mir hochgespült wird. Und wenn ich jetzt nicht gelernt habe, auf der geistigen Ebene zu arbeiten, wie kann ich mit alten Traumas umgehen, mit alten Mustern, wie kann ich Muster auflösen, dann kann sein, dass ich plötzlich so viele alte Muster um mich herum habe, dass mein ganzes Leben mir so vorkommt, als wäre alles zu viel, obwohl sich tatsächlich im Leben nichts geändert hat. Aber das Gefühl ist, mir ist alles zu viel. Das heißt, ich habe zu viel hochgespült und brauche jetzt eigentlich erst mal ein paar Wochen, um das irgendwie wieder zu sortieren, aufzulösen, zu schauen, wo kommt was her. So. Also das heißt, abhängig von dem eigenen Bewusstsein oder der eigenen Bewusstseinsfrequenz, ist das ratsam, da schrittweise vorzugehen, beziehungsweise dann eben vielleicht auch nicht gleich das höchst schwingende Wasser zu trinken, weil das viel auslöst oder auslösen kann. Ja, es kann ganz viel auslösen. Es kann natürlich aber auch sein, dass es mich aus festen Mustern plötzlich rausholt. Dass plötzlich Dinge, dass ich plötzlich Dinge komisch finde, die ich vorher die ganze Zeit gemacht habe. Oder dass ich plötzlich meinem Partner anschaue und sage, wieso bin ich mit dem überhaupt zusammen? So. Ja. Und theoretisch ist es aber möglich, bis in die höchsten Dimensionen, wie soll ich das beschreiben, zu kommen, beziehungsweise Informationen aus den höchsten Dimensionen wieder in das Wasser zu bringen. Das gesagt, weil auch wenn man verschiedene Wirbel oder mehrere Wirbel hintereinander schaltet, dass man da praktisch bis in die höchsten Dimensionen zurückkommen kann. Ich weiß nicht, welches Wort jetzt dann. Also letztendlich kann ich nicht sagen, wie hoch wir tatsächlich kommen. Okay, ja. Sollten vielleicht mal ausmessen. Aber also ich kann zum Beispiel, normal hat man eine so eine Stufe. Okay, ja. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen oder 7 Stufen. Damit, das harmoniert auch mit der Numerologie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 8 Stufen dieses Wasser eine Stunde laufen lasse, ja, dann baut sich hier ein Torusfeld auf, wo immer mehr wächst. Also wo dann nach einer Stunde vielleicht 10 Meter Durchmesser hat, wo alles in diesem Raum auf der Ätherebene plötzlich anfängt, so zu schwingen, als wäre alles unendlich. Ja, die 8 hat so das Unendliche. Und das spürt man dann auch. Wenn ich dann eine 9er Schaltung laufen lasse, dann ist es wie, wenn der Raum plötzlich sehr stark strukturiert wird. Also ich kann sehr gut Dinge abschließen, sehr gut einzelne Vorgänge anschauen, Buchhaltung. Okay, das mache ich fertig, der Zettel kommt darüber, der dorthin, das dorthin und jetzt mache ich den Vorgang und den Vorgang. Und es ist total differenziert und man kann sehr gut so Altes abschließen, Neues beginnen. Und das ist auch die Qualität der Zahl 9. Und das ist tatsächlich auch so, wie du das benutzt. Also je nachdem, wo du bist, was du möchtest, benutzt du diese Wirbel in unterschiedlicher Konfiguration? Ja, teilweise lassen wir hier jetzt im Büro dann manche Wirbel einen halben oder einen ganzen Tag laufen, um einfach ein bestimmtes sauberes Feld zu haben, um eine bestimmte Qualität zu haben. Und adaptiert man das dann? Also integriert man diese Information? Kann man das integrieren in sein System? Oder ist das, sage ich mal, wenn man jetzt durch die Stadt läuft oder wieder dem, in Anführungsstrichen, normalen Umfeld ausgesetzt ist, verpufft das dann? Also hält das nur so lange an, wie man diesem Feld ausgesetzt ist? Oder kann man das auch irgendwo integrieren, sodass man vielleicht auch irgendwo das mitnimmt? Also ich
kennst von mir, wenn ich an neuen Entwicklungen arbeite und was komplett Neues ausprobiere, wo eine deutlich höhere Schwingung hat oder neue Räume öffnet aus meiner Sicht, dann habe ich manchmal wirklich Probleme, das zu adaptieren. Dann kann es sein, dass ich wirklich immer ein, zwei Tage sehr unleidlich bin, bis ich das alles so in mir geordnet habe und damit umgehen kann, mit dem, was dann neu ist. Und dann teilweise auch erkannt habe, was dann bei mir im Feld aktiviert wurde, welche Thematik, die ich noch nicht gelöst habe. Und idealerweise kann ich die dann lösen oder ich erkenne sie und kann sie dann lösen. Und dann nach einer Weile kann ich das dann benutzen und ich habe nicht mehr diesen Effekt da. Aber das ist jetzt eine Erfahrung von mir. Wir machen teilweise mit dem Time Waver, das ist so ein Quantenmessgerät, Chakra. Das hat ein Chakra-Modul, wo ich die Chakren von Personen live sichtbar machen kann. Also wenn du jetzt in Zürich oder wo du bist unter der Dusche stehen würdest und ich hätte dich in das Gerät eingelesen, dann könnte ich live sehen, wie deine Chakren sich verändern. Und wenn du dich dann, was weiß ich, irgendwie zwickst, dann könnte man auch sehen, wie die Chakren dann zusammengehen durch den Schmerz. So. Und also man kann praktisch ablesen, für die, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auskennen, was Chakren sind. Das sind praktisch Teile unseres energetischen Körpers, oder? Verbunden mit verschiedenen Hormondrüsen des physischen Körpers, sage ich mal so. Genau. Kann man dann ablesen, inwiefern die mit Energie gefüllt sind oder nicht, also den Zustand dieser Chakren? Genau. Also praktisch auf der feinstofflichen Ebene, die Energiezentren des Körpers können mit dieser Methode sichtbar gemacht werden. Und nach ungefähr 7 Minuten Duschen oder wenn ich Wasser getrunken habe, dauert es auch ungefähr 7 Minuten, bis dieser Prozess einigermaßen durch ist und die Chakren alle deutlich höhere Energie haben und harmonisch miteinander gehen. Also dass sie kohärent gehen miteinander. Während der 7 Minuten habe ich immer so Ausschläge, dass ein Chakra hochgeht, ein anderes runter, ein anderes wieder hoch, bis das Ganze sich durcharbeitet. Und dann ist es so, bei manchen Leuten geht dann es nach einer Stunde dann wieder nach unten. Also diese aufbauende Wirkung. Bei manchen hält es dann ein, zwei Tage oder es geht teilweise gar nicht mehr so tief runter, wie der Ausgangszustand war. Also dass es insgesamt auf einem höheren Level stabil bleibt. Genau, also das ist unterschiedlich. Das hat mit dem Grundzustand der Menschen zu tun. Wenn jemand schon etwas geübt ist, an Auflösung von alten Mustern zu arbeiten, dann wird er natürlich viel mehr rausholen können damit, weil die Sachen ihm präsentiert werden. Ein anderer Punkt wäre, ein anderer Blickpunkt drauf. Während ich jetzt unter dieser Dusche in diesem Torusfeld der Wirbelkammern stehe, ist es wie wenn ich in einem ganz reinen, abgeschirmten Raum stehe. Weil die Wirbelkammern sind eben nach heiliger Geometrie, nach den Grundprinzipien der Natur aufgebaut und schaffen wie einen Naturraum, einen sehr reinen Raum, der angebunden ist an die Natur. Man könnte auch sagen, die Natur wirkt stärker in diesem Raum. Das heißt, alle Kontrollvektoren, die auf jemanden laufen, werden deutlich abgeschwächt. Und plötzlich kann er sehen, hier plötzlich fühle ich mich irgendwie freier. Was war da? Da ist jemand, der will immer irgendwas von mir. Plötzlich erkennt er, dass da jemand ist, der dauernd irgendwas von ihm will. Was er aber im normalen Leben, wenn er eingebunden ist in das ganze System, nicht so leicht sehen kann. Also wie man bekommt ein bisschen Abstand zum Schleier, sodass man den Schleier entdecken kann und dann hat man sozusagen die Wahl, ob man da mal irgendwas unternehmen möchte, den Schleier vielleicht zu lichten oder eben nicht und dann kommt er wieder vor die Nase. Ja, genau.
Sehr spannend. Ich habe auch entdeckt, und das wollte ich auch noch fragen. Vielleicht zum einen, vielleicht kannst du nachher noch mal ganz kurz erklären, wie ihr genau das Wasser aufbereitet, wie diese Wirbeltechnologie funktioniert, weil das ist sehr spannend. Aber was ich dich jetzt fragen wollte, und zwar habe ich gesehen oder gehört, dass ihr ja auch dieses aufbereitete Wasser natürlich auch Menschen anbietet zum Trinken. Und das, was witzigerweise teilweise passiert, dass wenn Menschen 1 Liter dieses aufbereiteten Wassers trinken, sie nicht unbedingt 1 Kilo schwerer danach sind, sondern vielleicht auch nur 600, 700 Gramm schwerer. Und das fand ich ja super spannend. Ja. Und das werde ich natürlich auch ausprobieren, habe ich noch nicht. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein paar Worte zu sagen, was du denkst, was da passiert. Ja, also diesen Versuch hat Viktor Schauberger, der österreichische Förster, Ah, okay, ja. damals mit Wirbeltechnik gearbeitet hat, schon in den, ich glaube, 40er Jahren gemacht. Da hat er Leute eben auf eine Waage gesetzt und hat ihnen einmal das Wiener Leitungswasser, 1 Kilo zum Trinken gegeben. Dann waren sie 1 Kilo schwerer. Dann hat er ihnen ein Hochgebirgsquellwasser, 1 Kilo zum Trinken gegeben. Dann haben sie nur 500 und 700 Gramm gewogen. Ja. Das heißt, je lebendiger Wasser ist, je höher die Schwingung ist, bringe ich eine ganz hohe Schwingung in den Körper rein. Und wenn mein Körper eine niedrigere Schwingung hat als das Wasser, ziehe ich den ganzen Körper ein bisschen hoch. Der Körper ist weniger dicht und das macht sich wahrscheinlich eben durch diesen Gewichtsunterschied bemerkbar. Oder dass sich teilweise, wie soll ich es nennen, wenn in meinem feinstofflichen Feld, in meinem Gedankenfeld, wenn sich da alte Traumas aufhalten, dann sind es wie stehende Wellen, die in sich verschränkt sind und die eine gewisse Masse Also darstellen. physische Masse, ja. Ja, im feinstofflichen Bereich. Und wenn ich jetzt die ganze Energie etwas höher fahre, kann sein, dass sich ein paar von den Dingern auf Abstand begeben, dass sie nicht direkt mehr auf den Körper wirken. Sie sind deswegen nicht unbedingt aufgelöst, aber sie sind so weit weg, dass sie nicht mehr auf meinen Körper wirken können. Und das kann auch den Gewichtsunterschied ausmachen. Das ist spannend. Da bekommt der Begriff Erleuchtung oder Schwingungserhöhung nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Blickwinkel. Ja, wenn man tatsächlich leichter, lichter wird, ja, dann könnte man ja auch theorisieren, dass wenn keine Blockaden mehr bestehen, ja, kein Widerstand, dass tatsächlich auch kein physisches Gewicht mehr resultiert. Ja. Ja, oder zumindest all das, was feinstofflich gespeichert war, wenn das weg ist, dass der Körper dann einfach deutlich leichter ist. Spannende. Du kannst es ja mal ausprobieren. Du wiegst dich vor der Meditation und nach der Meditation. Genau, das muss ich auch mal ausprobieren, oder? Das werde ich machen, ja. Ja. Wir hatten schon Unterschiede bis 5 Kilo. Ja. Boah. Also, Echt, ja? Okay. ja, also um es klarzustellen, das ist jetzt kein Ab, man nimmt nicht 5 Kilo ab, sondern man verliert, also die Waage zeigt 5 Kilo weniger an. Diese 5 Kilo kommen aber in der Regel nach einer Viertelstunde, nach einer Stunde oder 2, 3 Stunden wieder drauf. Aber es ist einfach eine kurzfristige Befreiung von gewissen Sachen, die auf einen wirken. Das heißt eigentlich, also ich würde es so interpretieren, man kommt seinem natürlichen Gewicht beziehungsweise seinem Gewicht, wenn man in Ordnung ist, näher, ja, in diesen Momenten vielleicht, ja. Und dann, Ja. ach, sehr spannend, ja. Es gab ja auch mal einen Arzt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat versucht, das Gewicht der Seele zu messen. Der hat dann immer geschaut, dass er jemanden kriegt, der kurz vorm Sterben ist, und dann hat er den gewogen und dann, wenn er tot war, hat er nochmal gewogen. Und da ist er dann immer so ein paar hundert Gramm Unterschied hat das dann aus. Spannend. Jetzt hast du, Kann man sich du. im Internet irgendwo finden, diese Sachen zu ihm? Interessant. Jetzt hast du ein paar Mal erzählt, dass es wichtig ist, im Einklang mit der natürlichen Ordnung die Dinge zu konstruieren. Mhm.
Und was ich auch sehr eindrücklich fand, du hast es ein paar Mal gesagt in deinen Vorträgen und Gesprächen, dass wenn man gegen die Natur arbeitet, das mit unglaublich viel Kraft, Energie, Aufwand, Kosten verbunden ist. Und hast auch ein paar Beispiele gegeben, ja, wenn ich in die Welt da rausgucke, ja, dann macht das intuitiv sehr viel Sinn und das meiste scheint dann gegen natürliche Ordnung zu sein, weil da so viel ja, auch Marketingaufwand hinter industriellen Interessen steht in der Regel, ja, und vielleicht magst du da noch mal ein paar Sachen dazu sagen, dass wenn man im Einklang mit der Natur arbeitet, das scheint ja dann mit sehr wenig Aufwand auch verbunden zu sein. Also bei den Wirbelgeräten, die ich baue, hier auf dem großen, hier sieht man die Wirbelkammern. Das sind jetzt sechs verschiedene Wirbelkammern, wo praktisch innen die ganze Führung und der Wirbel, der entsteht, alles sehr nach der Natur aufgebaut ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Und ich habe sofort einen sehr starken Feldaufbau. Sobald ich die Geometrie ein bisschen ändere, dass es weniger an der Natur angepasst ist, baut sich das Feld nicht mehr auf. Also dieses Torusfeld tut sich dann schwerer. Ich habe zum Beispiel probiert, diese Wirbelkammer mal komplett aus Kunststoff zu bauen. Das heißt, ich habe die heilige Geometrie alles perfekt beibehalten, aber wenn die aus Kunststoff sind, baut sich dieses Feld nicht mehr auf. Also ich kriege diese Anbindung zur Natur nicht mehr her, weil der Kunststoff eben Kunststoff ist. Nicht natürlich, wie der Name sagte. Genau. Okay. Und in der Elektronik beim Senden mit Handys gibt es Bereiche, wo die Schwingungsübertragungen mit weniger Energie funktionieren. Und das sind genau, das nennt man biologisches Fenster. Das heißt, die Handywellen werden ins biologische Fenster gesetzt, wo es auch stark auf den Körper wirkt. Aber es ist weniger Energie notwendig, vom Handyturm zum Handy zu übertragen. So. Du hast es vorher gesagt, dann übernimmst du eben heilige Geometrie, den goldenen Schnitt, Fibonacci-Sequenzen, das ist dann alles Teil dieser Geräte, die du baust. Und auch, was du gerade eben gesagt hast, das Material scheint ja auch wichtig zu sein. Also da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen du diese Verunreinigung wieder auflöst des Wassers und dessen Wasserschwingung erhöhst. Über die Geometrie, über das Material. Es sind ja auch, glaube ich, Kristalle in deinen Geräten drin. Ist das jedes Teilchen oder jeder Bestandteil gibt dann wieder so eine Frequenz mit oder eine Schwingung mit? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also jetzt zu sagen, ich mache Wirbeltechnik, ist eigentlich nicht richtig, weil das, was ich mache, ist, ich arbeite mit Kristallen, ich arbeite mit Metallen und Edelmetallen, ich arbeite mit dem Wasserdruck aus der Leitung, den ich in Wirbelbewegung umwandle und es so führe, dass er in eine Selbstbeschleunigung geht und eine Implosion in der Wirbelkammer entsteht. Und diese Implosion verbunden mit der heiligen Geometrie öffnet den Weg in andere Dimensionen rein. Das heißt, ich versuche wieder eine Einheit herzustellen von dem, was getrennt ist. Okay, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also Explosion haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, Implosion nicht unbedingt. Was kann man sich darunter verstehen? Was ist das? Also wenn plötzlich, also Explosion ist alles, wenn es nach außen fliegt, ins Chaos, ganz wild zerstreut. Implosion ist,
wenn die Kraft nach innen gerichtet wird, zentriert wird, in die Mitte geht. Anders ausgedrückt, ich erzeuge, es entsteht ein Vakuum in der Wirbelkammer. Und in dieses Nichts saugt sich dann von unten wieder Luft rein. Und das Vakuum erzeuge ich dadurch, dass ich Wirbel erzeuge, die treffen auf einen Kristall, die Wirbelspitze. Dann muss der Wirbel umkehren und bildet dann einen Tornado nach unten. Also erst geht so ein Wirbel nach oben, trifft auf die Spitze, dann kehrt er um und macht den Tornado nach unten. Und in dem Tornado nach unten sind die Teilchen, die Wassermoleküle, viel mehr geordnet. Die gehen viel mehr alle in eine Richtung und nicht mehr kreuz und quer. Also ich stelle eine ganz, ganz hohe Ordnung her. Und dadurch, dass die sich nicht mehr gegenseitig wegkicken und alle in eine Richtung gehen, beschleunigen die immer mehr selber, sodass die hinteren gar nicht mehr so schnell nachkommen, wie die vorderen wegfließen. Deswegen entsteht dann dort ein Vakuum. Und das Nullpunktfeld, das befindet sich in diesem Vakuum? Das Vakuum, wo praktisch an den Kristall anstößt, das ist dieses Nullpunktfeld. Und in diesem Nullpunktfeld, da fällt jegliche Information weg. Da habe ich so eine hohe Wirbelgeschwindigkeit, dass die, also man könnte es jetzt auf der Cluster-Ebene so beschreiben, wenn ich einen Wassertropfen in Sand fallen lasse, dann bildet sich so eine Sandkugel. Ja. Und, oder ich male Körner zum Mehl, so male ich da drin die zusammengeballten Wassermoleküle wieder zu vielen einzelnen H2O-Molekülen. Also ich muss die aufbrechen, damit ich sie sortieren kann. Okay, und du hast gesagt, da gibt es kein Positiv, kein Negativ, da gibt es keine Dualität mehr in diesem Nullpunktfeld. Genau, weil an einer Wirbelspitze, vorher habe ich immer noch Plus, Minus, das Plus, Minus in 3D, geht immer mehr zusammen, bis es dann an der Spitze kein Plus und Minus mehr gibt. Das heißt, hier in der materiellen Welt habe ich immer eine Dualität, ein Plus- und Minuspol bei allem. Bei einem Kugelschreiber überall ist Plus, Minus. Und an der Spitze geht es dann gegen unendlich fein, dass es dann praktisch keine Dualität mehr gibt. Also ich gehe da aus der Dualität heraus. Und dann kommst du wieder in die Dualität. Genau. Und dann gibst du die Heilfrequenzen oder die neuen Frequenzen durch verschiedene Materialien hinzu. Ja. Oder passiert das da also währenddessen? Jedes Element im Periodensystem hat ja eine Eigenfrequenz. Die kann man sogar mit Messgeräten messen. Die Astronomen können herausmessen, aus welchen Metallen oder welche Metalle in irgendeiner Sonne sind, die irgendwie 100 Lichtjahre entfernt ist, an der Spektrallinien und so weiter. Und die Edelmetalle, die ich verwende, das ist hauptsächlich Silber, Gold, Ruthenium, Platin, Palladium. Aber eher, genau. Und die haben sehr aufbauende homöopathische Eigenfrequenzen. Silber stärkt die Kreativität, hilft, neue Ideen zu finden, geht sehr so im Geistigen anfangen zu kreieren, den Künstler in sich zu wecken. Gold hat eine eigene Frequenz von das, was ich aufgebaut habe, diese Macht zu erhalten, dass ich das leichter handhaben kann, was alles in meiner Umgebung ist. Also wenn ich eine Firma aufgebaut habe, dass es mich stärkt, diesen Raum zu halten, in dem das alles stattfindet. Gold lässt das Wasser auch sehr
warm und weich erscheinen. Silber lässt das Wasser eher kühler und sehr frisch erscheinen. Platin hilft, dass man leichter eine Außensicht einnehmen kann. Also Situationen eher aus Vogelperspektive zu betrachten. Emotional weniger verwickelt zu sein. Also wir haben sehr viele Therapeuten, die dann eine Dusche haben, die mit Platin beschichtet ist, leichter sich wieder aus den Vermischungen mit ihren Patienten rausnehmen zu können und wieder mehr in ihre Stabilität zu kommen. Ruthenium, das ist so ein bräunliches Material, auch ein Edelmetall aus der Platingruppe. Das stärkt, ins Tun zu kommen. Zum einen die Erdung, zum anderen gibt es so die Aktivierungsenergie, loszulegen, Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte, aber immer irgendwie so Hürden in sich hatte und nicht getan hat. Und plötzlich sage ich, dusche da und sage, ah, jetzt mache ich das. Gehe ich raus aus der Dusche und fange an zu machen. Im Idealfall. Das ist die Dusche eigentlich wie so ein Therapeut, Trainer, Coach. Ja? Je nachdem, was einen gerade so beschäftigt oder herausfordert, gibt es dann die Dusche oder das Material, das einen da unterstützen kann. Mit den Kristallen, Rosenquarz ist ein Kristall für die Herzensenergie. Der macht so, hilft das Herz zu öffnen. Bergkristall bringt eine ganz hohe Klarheit rein. Rubin bringt ein warmes Feuer mit in den Raum. Granat bringt ein kühles Feuer mit in den Raum. Saphir gibt es in verschiedenen Farben. Die sind sehr hart vom Material. Die bringen eine hohe Energiedichte. Also wenn ich jetzt Wirbeltechnik mit Saphir habe, geht die Schwingung nochmal deutlich höher oder die Durchschlagskraft in andere Dimensionen ist stärker. Verträgt aber auch wieder nicht jeder dann. Und wenn ihr das jetzt konfiguriert für eure Kunden oder für euch selber, geht ihr über die subjektive Wahrnehmung? Was würde jetzt passen? Oder gibt es da objektive Messgeräte, die sagen, hey, Simon, bei dir sieht es so und so aus, das Material und sowas, diese Kombination hier, die würde gut zu dir passen? Oder wie stellt ihr diese Dinge zusammen? Also zum einen haben wir den Fokus auf Fähigkeiten, dass ich Dinge verbessern will. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst leichter ins Tun kommen bei manchen Sachen, dann würde ich dir Ruthenium empfehlen. Also wir haben da schon so ein bisschen eine Vorgehensweise, wenn wir mit dem Kunden sprechen und dann können wir rausfinden, wo geht es hin. Und dann haben wir auch fest konfigurierte Duschen, wo wir herausgefunden haben, dass diese Steine in dieser Kombination ein sehr, sehr harmonisches Schwingungsfeld machen. Weil ich kann auch Steine kombinieren, die sich dann fast aufheben oder stoppen. Ja, also Ziel ist immer, was möglichst Harmonisches zu haben, wo dann auch passt. Und diese ganz harmonischen Duschen, wo wir Kombinationen rausgefunden haben, die bekommen dann auch oft einen Namen. Die neueste ist die Taranberia. Das heißt, starke Kraft aus dem Elfischen. Tolkien. Okay. Und die haben wir entwickelt, so in Bezug auf die aktuelle Situation mit diesem so Impfen und Nicht-Impfen und dass ich ja starke Erdungskraft brauche und wie ein Schutzfeld um einen herum. Die dann schwarzen Turmalin hat, Edelschungit, Bergkristall und Granat. Das ist so eine Mischung, die eine extrem starke Aura-Reinigung hat und auch einen Schutz bietet und hilft wieder so möglich in sein eigenes zurückzukommen zur Natur, auch wenn jetzt jemand geimpft ist und vielleicht ein bisschen den Kontakt verloren hat, dass er da wieder stärker zu sich kommen kann. Spannend. Also ich habe ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon ist, wahrscheinlich 3-4 Wochen habe ich Testduschen von dir. Und
Ja, das subjektive Empfinden, das ist wirklich großartig, ja. Also, das wirklich teilweise kommen Bilder, dass man unterm Wasserfall steht, ja. Und das wirkt tatsächlich belebend, ja. Also, ich kann das bestätigen. Gestern habe ich das erste Mal ein Bad genommen. Normalerweise habe ich mir das immer normal reingelassen, also nicht über die Düse hier. Und gestern habe ich es gemacht über die Düse. Und erstens war es dann nachher wie so ein türkisches Bad, ja. Also das hat da alles, alles war beschlagen und gedampft. Und so stand das Wasser wirklich am Boden auf den Fliesen, weil das überall kondensiert ist. Ja. Aber das war, ja, das war echt tiefenentspannend, ja. Das kann ich sagen, ja. Also nach diesem halbstündigen Bad, da war jede Spannung war weg, ja. Das war wirklich wie. Also das hat sich alles sehr in Harmonie und geschmeidig angefühlt. Ja. Also das kann ich wirklich aus erster Hand bestätigen, dass das kein Vergleich zu den herkömmlichen Duschköpfen ist. Ja. Also das kann ich sagen. Ja. Vielen Dank. Wirklich toll, ja. Nee, auf jeden Fall. Und ich werde auch eine kaufen bei euch. Ja. Okay. Du hast jetzt immer wieder den Torus erwähnt. Das scheint ja, also das scheint ja die natürliche Form oder energetische Form zu sein von allem, oder? Also wir als Menschen haben einen Torus, Bäume haben einen Torus, Wasser hat einen Torus, alles hat einen Torus, oder? Und für mich kommt jetzt auch das Bild, dass du eigentlich diesen, also vielleicht über deine Geräte, diesen Torus wieder zum Strahlen bringst und dadurch, oder weil die Physis eigentlich nur eine Reflexion dieses Torus ist, sich auch die Physis, die Materie wieder in Ordnung bringt als Resultat dieses Torusfeldes. Passt das so zusammen? Ja, also wenn ich einen Baum betrachte mit den Wurzeln unten, dem Stamm und den Ästen und Blättern oben, dann habe ich hier dieses Torusfeld. Und wenn ich jetzt eine unserer Wirbeleinheiten an den Baum hinlege, dann verstärkt das Torusfeld des Baumes das Torusfeld des Wirblers. Das heißt, plötzlich spüre ich das Torusfeld des Baumes viel intensiver. Also die gehen in Resonanz miteinander. Und ich kann diese Energie, die Wirbeleinheit ausstrahlt, praktisch über das Torusfeld des Baumes noch weiter und stärker nach draußen geben. Und dieses Torusfeld, das solange dieser Wirbler läuft, das wächst beständig. Ja, ich Also es glaube, wird immer größer. genau. Ich glaube, das ist das Einzige, was es momentan im Bereich gibt, wo ich wirklich ein Wachstum habe, weil wenn ich einen Kristall habe, den irgendwo hinstelle, dann hat der eine bestimmte Weite, wo er ausstrahlt. Und bei der Wirbeltechnik, solange die von Wasser durchflossen wird, wird das immer größer. Also wir haben es auch schon wochenlang irgendwo laufen gehabt, dann konnte man es wirklich in den nächsten Orten dann schon spüren. Wahnsinn. Und das ist ja dann auch der Mechanismus, mit dem ihr eure, ich glaube, das ist Torusbuster oder Cloudbuster Genau, ich hatte die, genannt. ja, ich hatte in den 80ern, war das, glaube ich, gab es auf 2001 Verlag, die Tagebücher von Wilhelm Reich zu kaufen. Sind heute vergriffen, aber die habe ich da alle gelesen, habe dann so das Prinzip verstanden. Und das ist eigentlich ganz einfach: man hat eine Tonne mit Wasser, man nimmt einen unserer Wirbelerzeuger und lässt die volllaufen, bis es überfließt, das Wasser. Das heißt, das Wasser muss in Verbindung mit der Erde kommen. Also es muss also nicht Beton oder Teer, sondern muss in die Erde abfließen können, dass eine Erdung da ist. Und dann stelle ich ein magnetisches Eisenrohr oder mehrere in diese Tonne rein. Das heißt, es können dünnere, verzinkte Rohre sein, oder Ofenrohre, die aus wirklichem Eisen sind. Also es muss magnetisch sein. Wenn die dann so 3, 4 Meter lang sind, dann fängt an, sich ein riesiges Torusfeld aufzubauen, wo bis
Kilometer hoch in die Wolken geht. Das ist abgefahren, ja. Und dann teilweise eben Wolken entstehen. Oder ich anfange, die Wolken in immer kleinere Einheiten zu zerlegen. Dass dann wie ganz kleine Wirbelmuster in den Wolken erscheinen und das Ganze so anfängt, so ja, ganz, ganz fein zu werden und sich aufzulösen. Also damit bringst du sozusagen Ordnung wieder in die Atmosphäre oder in den, in Anführungsstrichen, Himmel. Genau, also ich schaffe eine Ordnung und um dieses Torusfeld, und wenn ich daneben stehe, merke ich, wie mein ganzer Körper belebt wird. Dass dann so Schauer die Wirbelsäule runterlaufen oder Schmerzen plötzlich verschwinden. Es kommt so leicht kühler Wind dann oft auf. Das ist, was der Wilhelm Reich als Orgonwind beschrieben hat in seinen Büchern. Also der taucht so aus dem Nichts auf. Oder es kommt ein Vogelschwarm, der dann ganz nah hinkommt und es anschaut. Oder ein Bussard fängt genau über dem Rohr an zu kreisen, ist dann in diesem, der tankt sich dann in diesem Feld auf. Der Wilhelm Reich hat das mit so 6-8 Meter Rohren gemacht, die er so in 12er-Packs zusammengeschalten hat und das Ganze dann über Wasser auch geerdet. Aber mit dieser Toruswirbeltechnik kriege ich auch mit viel weniger Rohren einen sehr, sehr starken Effekt hin. Ja. Also kannst du das ganze Ding potenzieren dadurch? Ich kann das potenzieren, ja. Und dann fühlt sich das Feld auch anders an, je nachdem, ob ich eine Golddusche nehme oder eine Silberdusche. Und Wilhelm Reich hat das Ganze so wie ein Flak montiert gehabt auf einem LKW hinten drauf und hat dann praktisch immer von der Meerseite, das hat er immer so rübergezogen, hat praktisch die Wolken gebohrt. Hier über die Mojave-Wüste dann so rüber. Geil. Und dann Anfangen wir, die Begrünung zu machen. Also tatsächlich Wüsten wiederbelebt, oder? Ja, ja, ja. Ja, also das ist wirklich. Und das in den 40er und 50er Jahren. Und er war halt immer noch so der Meinung, die Regierung will nur Gutes fürs Volk und hat der Regierung seine ganze Technologie angeboten. Die hat es ihm auch gedankt, indem sie ihn dann ein paar Jahre ins Gefängnis geworfen hat. Genau. Also ich habe auch gelesen oder ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er auch wohl mit diesen Cloudbustern Radioaktivität aufgelöst hat. Mhm. Das ist schon wirklich. Er hat ja auch eine ganz andere Sicht auf Radioaktivität. Er hat da verschiedene Stufen von Radioaktivität beschrieben und auch, dass sich radioaktive Partikel ganz anders verhalten, wenn sie in Metallkästen drin sind, als wenn sie im Freien sind oder in Holzkästen. Also da gibt es Sachen, wo ich eigentlich nur bei ihm gehört habe und so in der Mainstream-Wissenschaft das eigentlich überhaupt kein Thema ist. Also ich habe nur mal gehört, dass früher wohl radioaktive Hautcreme und sowas irgendwie als gesundheitsförderlich verkauft wurde und heute also Radioaktivität gleich toxisch, also viel mehr weiß ich auch nicht. Aber da gibt es eine Differenzierung. Wahrscheinlich, ja. Also da weiß ich auch zu wenig. Ich weiß nur, dass es da enorm viel zu entdecken gibt, viel mehr als was offiziell bekannt ist. Mit diesen noch ganz kurz, mit diesen Torusbuster, ne, da saugst du sozusagen das Chaos, also man je nachdem, wenn wir hier über Wettermanipulation oder künstlich kreierte Wolken oder Chemtrails sprechen, erscheint ja irgendwo eine gewisse Unordnung in der Atmosphäre, vielleicht auch menschengemacht zu sein. Und mit den Torusbustern, da kannst du Chaos sozusagen auflösen und Ordnung in die Atmosphäre zurückbringen. Ja, folgendes. Wenn ich erde ja den Cloudbuster über Wasser, also über das überfließende Wasser, wo hier über den Trog drüber fließt. Ich kann auch hier ein Loch reinbauen, dass hier ein schöner Strahl kommt. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich wenn der jetzt, sagen wir, eine halbe Stunde gelaufen ist, und ich mache das Wasser aus, dass die Erdung aufhört, dann fängt sich an, hier um das Rohr rum und in der Umgebung von dieser Einheit ganz ungünstige Ladung aufzubauen, wie eine statische Ladung, die dann verursacht, dass einem übel wird, dass es einen starken Kopfdruck gibt, das ist also wirklich total unangenehm. Wenn ich dann die Erdung wieder einschalte, dann kann das wieder abfließen und sich auflösen. Das heißt, ich ziehe wirklich irgendwas runter
was chaotisch ist und tue es hier ordnen. Ich meine, wir haben hier auf dem Planeten ja eine gewisse Unordnung, die über Tausende, wenn nicht ja Millionen Jahre aufgebaut wurde. Also weg von der natürlichen Ordnung und der künstlichen Ordnung drüber gestülpt, auch über die Menschen. Das sind wir wieder bei dem Thema vorher, dass viel Geld aufgewendet werden muss, um diese Falschheit aufrechtzuerhalten. Auch in der Wissenschaft. Ja, über einen bestimmten Tellerrand darf manchmal nicht geschaut werden. Und da zahlen sie viel Geld an Professoren in Unis, die das Ganze dann stoppen, wenn einer zu weit geht. Du hast auch gesagt, Wirbeltechnologie ist etwas, was man nicht anschauen soll, darf, kann. Ja, also da scheint es relativ, ich meine jetzt mit den neuen CNC-Programmen ist es anders, weil da wird sehr viel dargestellt plötzlich. Lange ein Stiefkind, das zu betrachten. Auch im Deutschen Museum oder so, da siehst du so zweidimensionale Ebenen von einem Fluss und da machen sie Wasser auf, dann kommt eine Überschwemmung. Aber du hast nirgends den Aspekt von Wirbel und Wasserführung drin. Weil ich kann, wenn ich ein riesiges Ei in einen Fluss reinhänge, kann ich den zentralen Wirbel des Flusses verstärken und wieder neu erzeugen, sodass ich das ganze chaotisch fließende Wasser bündle, beschleunige und abführen kann. Ohne dass ich riesige Verbauungen brauche, kann ich es durch Wirbel da ordnende Prinzipien reinbringen. So etwas wird nicht betrachtet. Hast du mal den Koeffizienten zwischen Ordnung und Chaos ausgerechnet? Ich weiß nicht, was dein Torus-Buster kostet, aber ich vermute, das kostet nicht allzu viel, den aufzustellen und zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, du hast das gesagt, das geht je nachdem 10, 100 Kilometer in die Atmosphäre hoch, oder? Mhm. Und da tatsächlich kann man dann auch, klärt sich das also auch sichtbar auf. Wenn man jetzt nur überlegt, kannst du gleich sagen, wie viel das kostet, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite hat man da vielleicht ein paar hundert Euro und erreicht sowas und auf der anderen Seite werden Millionen da reingebuttert, um vielleicht genau das Chaos entstehen zu lassen. Ne? Da hat man ja eigentlich vielleicht schon so einen Koeffizienten, wie viel mächtiger die Natur eigentlich ist als menschengemachte Unordnung, oder? Das ist ja... Ja, auf jeden Fall. Weil, also so ein Kunststoffwasserfass kostet vielleicht 50 oder 100 Euro, ein paar Metallrohre nochmal 100 Euro. Ein Wirbelerzeuger von uns, der dafür ausreicht, wenn mal 400 Euro, dann bin ich bei 600, 700 Euro und habe dann was stehen. Was ich dann halt brauche, ist Wasser, den Wasserdruck. Genau, und ich verbrauche eine gewisse Menge Wasser. Kann ich aber auch wieder zum Gießen auffangen. Aber wichtig ist, dass ich die Erdung habe. Ich brauche keinen Strom, ich brauche keine riesigen Radaranlagen, mit denen ich Pulsen tue und so weiter. Genau. Spannend, ja. Also ich meine, da gibt es ja, je nachdem, für was man da alles offen ist und wie viel man hinterfragt, gibt es ja jede Menge Störquellen, die für Chaos sorgen in der Atmosphäre. Das ist ja toll. Also das ist etwas, was ich auch unbedingt mal ausprobieren möchte. Ja? Also ich möchte das einmal sehen und fühlen. Ja. Ist das dann auch, ich weiß, dass du dieses Aquadea 21-Projekt initiiert hast. Ist das hängt dann wahrscheinlich auch ursächlich damit zusammen, oder? Wie mit diesem, das Ordnungsprinzip wieder in die Welt zu bringen, oder? Willst du da noch ein paar Worte zu sagen, was das genau ist, was ihr da vorhabt? Also wir rufen all unsere Kunden und Freunde auf, an einem Abend im Monat, also am 21. um 21 Uhr, den Wirbler, die Wirbeldusche für mindestens eine Viertelstunde anzuschalten oder zu der Zeit zu duschen. Oder wer jetzt kein Wirbelgerät hat, einfach mit zu meditieren, um hier positive Absichten reinzugeben. Weil wenn ich einen freieren Raum schaffe, der
mehr Anbindung an andere Dimensionen hat, dann kann man sagen, ich schaffe Anbindung in kausalere Ebenen, wo, wenn ich Impulse reingebe, die dann in die Materie reinwirken. Und zum einen schaffen wir diese Anbindung an die höheren Ebenen mit der Wirbeltechnik und zum anderen können wir dann leichter Beschlüsse oder Vorstellungen reingeben, wie wir uns die Welt wünschen. Und was passiert ist, dass die einzelnen Torusfelder der Wirbelgeräte, wenn die jetzt eine Viertelstunde laufen, sich vernetzen. Ja, das heißt, spielt das eine Rolle, wie nah man beieinander ist oder ist das auf dieser Dimensionsebene irrelevant? Also auf einer ganz hohen Ebene sind sie sehr schnell vernetzt. Mhm. Auf den tieferen Ebenen hat der Abstand einen gewissen Einfluss. Das heißt, dann hängt es auch von der Laufzeit ab, wie lange es läuft, um mehr und mehr Raum einzunehmen. Aber es ist spürbar meistens, dass der Raum sich dann deutlich leichter anfühlt. Ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von einer Theatergruppe, die an dem Abend geübt haben, die aber nichts davon wussten, die dann gesagt haben, wow, an dem Abend konnten alle den Text extrem gut. Also es gab wenig Versprecher, es ging alles relativ flüssig durch. Ja. Das heißt, je höher die Schwingung ist, natürlich umso weniger Fehler passieren auch. Und? Ja, weil die eigenen Widerstände weniger werden, die ich in mir habe, wenn meine Schwingung steigt. Und wie viele machen da jetzt schon mit? Wie? Also ich schätze mal so zwischen 200 und 1000. Das ist schwierig zu sagen. Ja, spannend, ja, weil man würde ja, also Mann, würde ja vermuten, dass damit da irgendetwas spürbar wird, da müssen Hunderttausende, Millionen von Menschen aktiv werden, aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Naja, wir haben natürlich auch noch nicht so viel Wirbelgeräte verkauft. Also mein Ziel ist schon bis Ende 2024, dass 100.000 Leute bei diesem Projekt mitmachen zur gleichen Zeit. Dann vielleicht nicht eine Viertelstunde, sondern eine halbe Stunde oder Stunde. Und wenn ich da reinspüre, dann ist das wow. Ist das ein gigantisches Event, wo dann plötzlich ganz viel auch ganz anders sein kann. Oder wo Dinge dann plötzlich anders betrachtet werden, auch von anderen Leuten, die dann nicht mitmachen. Mega spannend. Du hast vorher gesagt, dass du teilweise Untersuchungen machst mit Time Waver, glaube ich. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Schumann-Frequenz. Und was ich glaube, dass du auch anschaust, ist das oder verfolgst, ist das Global Consciousness-Projekt. Mhm. Gibt es da schon Anzeichen, dass sich dieses Projekt Aquadea 21 da auswirkt, dass man dort Auswirkungen erkennen kann? Also ich habe das eine Weile gemacht, dass ich dann wirklich in die Auswertungsdaten der einzelnen Stationen vom Global Consciousness Projekt von Professor Nelson rein bin. Also da kann man Zugang haben. Und dann hatte ich die Idee, okay, die nächsten Stationen in Deutschland gibt es keine. Es sind in den Niederlanden und in der Schweiz und Portugal und Wien, glaube ich. Und dass es da manchmal Ausschläge gab zu der Zeit, wo wir dieses Projekt gemacht haben. Also Ausschläge, die aus dem normalen Rahmen draußen waren. Aber alle Ausschläge weltweit zusammengenommen, dort konnten wir keinen Effekt sehen bisher. Aber das ist Stunden Arbeit, da reinzugehen. Ich kann das nicht bei jedem mal machen. Also vielleicht findet sich ja jemand, der das sich zum Hobby macht, um diese Auswertung zu fahren. Genau. Mega spannend, ja, das Ganze. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Auch wie ja, sich diese Wirbelkammern
auch ja, tatsächlich auf das Bewusstsein wirken, oder? Ja, das ist schon. Oder über diese Technologie eine Bewusstseinsveränderung möglich ist. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ja, ja, ich schaffe einen Raum, der extrem hochschwingend ist und der nicht ego-getrieben ist, weil ich nicht mit Informationen arbeite, die ich da drauf gebe, sondern ich versuche wirklich nur das zu machen, was die Natur vorgibt. Und wenn ich das möglichst optimiere mit den ganzen Edelmetallen auch, dann kann ich einen sehr, sehr hochschwingenden Quantenraum aufbauen. Und wenn ich mich als Wesen in so einen hochschwingenden Quantenraum begebe, dann kann ich anders schauen, weil dann plötzlich Dinge wegfallen, die auch von außen ununterbrochen auf mich einwirken. Und ich habe Verbindungen in höhere Ebenen rein, wo ich natürlich dann auch anders schauen kann, als wenn ich so in meiner normalen Blase drin stecke. Also ich stelle einen Raum zur Verfügung, der dann genutzt werden kann oder nicht. So. Und das, was ich jetzt auch verstehe, dass dieser Raum, der ist in erster Linie intentionslos, also der trägt nicht sozusagen deine Absicht, irgendetwas zu erreichen, sondern der ist einfach ein Raum, in dem sich die intrinsische Ordnung entfalten kann. Ja, ich meine, was schon dazu kommt, ist, dass ich versuche, die Kristalle nur so zu ordnen, dass es für mich harmonisch wird. Mhm, und auch für andere Mitarbeiter bei uns, dass es die auch als harmonisch empfinden. Aber grundsätzlich gebe ich keine Dinge vor, wie Dinge zu sein haben. Sondern wir versuchen, den Raum möglichst hübsch herzurichten. Genau, dass man sich wohlfühlen kann. Mega spannend. Jetzt weiß ich ja, du hast den Viktor Schauberger studiert. Und soweit ich weiß, als Laie hat er an freier Energie gearbeitet. Und ich glaube auch über Implosionstechnik. Wie viel wurde da umgesetzt oder ist überhaupt umsetzbar? Weil wir leben ja immer noch in so einem Paradigma, so ein weit verbreitetes Konzept, Energie ist limitiert, Ressourcen sind begrenzt. Was ist denn da deine Sicht oder was ist die Wahrheit? Ja, also da wird auch sehr, sehr viel Geld aufgewendet, um dieses Dogma aufrechtzuerhalten. Ja, aber wird natürlich auch sehr viel Geld damit verdient. Und alle Leute an einer Pipeline dann dranhängen. Also was Schauberger gemacht hat, das habe ich vorher im Prinzip, das Prinzip habe ich vorher schon kurz erklärt. Er hat Wasser beschleunigt in Wirbeln, also er hatte mit einem Motor gearbeitet, der eine bestimmte Grundbeschleunigung des Wirbels erzeugt hat, bis der Wirbel dann in die Selbstbeschleunigung gekippt ist. Und technisch gesehen heißt es, ich ordne die Teilchen so, dass der Bewegungsvektor aller Teilchen möglichst in eine Richtung geht. Gibt es diesen Joule-Thomson-Effekt, mit dem ich flüssige Luft herstellen kann? Da werden die Teilchen dann auch so geordnet, weil wenn die dann super geordnet sind, dann wird es extrem kalt. Weil die Raumtemperatur das Brownsche Bewegungskonzept heißt ja, ich habe eine durchschnittliche Geschwindigkeit aller Luftteilchen in dem Raum. Und diese durchschnittliche Geschwindigkeit entspricht 20 Grad Celsius. Aber, das ist eine allgemeine Formel, wenn ich jetzt reingehe und einzelne Teilchen messe, kann ein einzelnes Teilchen fast Lichtgeschwindigkeit haben. Oder Schallgeschwindigkeit, also extrem schnell sein. Es kann dann mit den anderen wieder kollidieren, weil alle kreuz und quer fliegen. Dann stoppen sie sich gegenseitig. Und wenn ich jetzt anfange, alle Luftteilchen in dem Raum zu ordnen, über Wirbel sind ordnende Prinzipien,
dann schaffe ich es, dass die Bewegungsvektoren, die Geschwindigkeiten der Teilchen alle in eine Richtung gehen. Das heißt, die werden immer schneller und bis hinten dann Vakuum entsteht, weil die anderen Teilchen gar nicht so schnell nachkommen. Und wenn ich das alles schlau anordne, dann kann ich eine selbstbeschleunigende Geschichte aufbauen. Tornados lösen Strukturen in der Natur auf. Wenn sie über Miami fliegen, dann sind die Strukturen aufgelöst, größtenteils. So. Und das ist ein theoretisches Konzept oder wurde das tatsächlich schon zur Realität? Schauberger hat das so gebaut. Das hat er tatsächlich so zum Leben gebracht. Er hatte Anlagen, die genauso gelaufen sind. Ein bisschen was von diesem Grundprinzip ist bei uns in den Wirbelkammern, weil eben diese Implosion entsteht, nur nutzen wir es für Bewusstsein eigentlich. Für Bewusstsein und Lebendigkeit, um die Schwingung anzuheben. Werner, das war ein unglaublich interessantes Gespräch bisher. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitteilen möchtest, mitgeben möchtest? Ja, das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Wasser zu tun, aber geht nach eurer eigenen Wahrnehmung, schaut, was ist stimmig für euch, glaubt nicht alles, was draußen erzählt wird, schaut, dass ihr in eurer Mitte seid und dass ihr möglichst wenige Nachrichten hört, weil das ist im Augenblick wirklich wie eine Gehirnwäsche. Und ich merke, wenn ich mal Nachrichten höre, wie das sofort anfängt, in meinem Raum Gedankenmuster aufzubauen und Ängste zu schüren. Und das ist alles etwas, was hier auf unserem Planeten im Augenblick überhaupt nicht zuträglich ist. Genau, weil an vielen Dingen kann ich jetzt auch gerade nichts ändern, weil ich eben meine Projekte habe. So, und nur die materielle Ebene des Wassers zu betrachten, ist okay. Aber wenn ich die feinstoffliche Ebene betrachte, dann komme ich in ganz andere Wirksamkeitsbereiche rein. Heißt, körperlich werde ich jetzt nicht allzu viel spüren, ob ich jetzt Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage oder aus einem Filter trinke. Von der endgültigen Reinheit des Wassers. Aber wenn ich das Wasser sehr hoch belebe, dann werde ich wirklich Unterschiede merken. Und dann werde ich auch Unterschiede viel stärker im Stoffwechsel spüren. In meiner Wahrnehmung. Also da tun sich ganz andere Sachen. Ihr habt ja auch das tolle Prinzip, das habe ich gesehen und ich erfahre es selber, dass man eure Produkte testen kann, gell? Genau. Das heißt, man muss euch nichts glauben, sondern man kann es selber ausprobieren und dann schauen, ob man was merkt. Und das habe ich ja jetzt auch gemacht. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sprechen, weil ich das so spannend finde und auch einen Riesenunterschied merke. Ja, wir haben Geräte für Trinken zum Testen, sogar Geräte für Trinken mit Filterung in Kombination und eben die Duschen, weil das, was wir machen, das gibt es so nicht. Und man hat keine eigene Erfahrung in sich, wie es sein könnte. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, okay, da gibt es eine neue Nuss-Nougat-Creme, dann habe ich die Idee, ich weiß ungefähr, wie eine Nuss-Nougat-Creme schmeckt. Aber bei uns weiß ich nicht, was macht so eine Dusche, wie kann sich das anfühlen. Ja, weil wenig Referenzpunkte im eigenen Selbst in der Regel da sind. Ja, wenn man das ganze Leben lang nur Leitungswasser getrunken hat, weiß man gar nicht, wie ein Wasser schmecken könnte, beziehungsweise wenn man immer nur die normale Dusche benutzt hat, oder? Dann, ja, das ist eine Dusche. Aber wenn man dann den Vergleich hat, dann kann man das vielleicht nachvollziehen, dass das, was man vorher kannte, eben nur so ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was möglich ist. Also auch das Thema von, bitte?
mit die Wirbel, die, diese Quantenwirbelgeräte in der Dusche eingebaut. Die bewirken, dass ich ohne zusätzlichen Aufwand jeden Tag, wenn ich dusche, meine ganze Eigenfrequenz ein Stück weit höher bekomme. Das heißt, wenn ich abends schlapp nach Hause komme und ich mich mit nichts mehr beschäftigen will und ich dusche mich, dann bin ich in der Regel danach wieder relativ wach und klar und kann wieder Dinge anpacken. Und das ist für viele ein extremer Lebensqualitätsgewinn. So. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Also wir werden die Informationen über Aquadea und wie man dich finden kann, werden wir hier noch unter das Video schreiben, damit jeder das mal selber ausprobieren kann. Und ja, sonst natürlich auch noch mehr bei euch erfahren kann über eure Produkte und was ihr macht. Ihr habt jede Menge Videos auf eurer Internetseite und Produktbeschreibung, Blogartikel und so weiter. Also da kann man wirklich noch ein bisschen stöbern und viel lernen. Ich möchte mich bedanken, Werner. Das war wirklich interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir, Aquadea und deinen Projekten und Träumen und Zielen, ja, jede Menge Erfolg. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht ergibt sich ja nochmal ein Gespräch. Würde mich sehr freuen. In jedem Fall alles Gute. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Vielen Dank, Simon. Danke. Danke an euch alle, die jetzt zugehört haben. Ja, natürlich auch noch von meiner Seite. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein, fürs Neugierigsein und fürs Neue, für offen zu sein, wieder Neues zu entdecken. Ja. Weil das ist ja, was wir hier alle zusammen machen, die Realität erkunden, jenseits unseres kleinen Realitätsfilters. Und ich denke, da war auch heute wieder einiges mit dabei, einiges Neues. Ja. Vielen Dank. Danke. Ciao. So, ich bin es nochmal ganz zum Schluss. Nochmal kurz hier hinweisen auf die zwei Coupons, die wir freundlicherweise von Aquadea bekommen haben. Der eine ermöglicht, eine Testdusche für 2 Wochen auszuprobieren, zu testen. Ja, zu schauen, ob sich was tut, was sich tut, ob das, ja, ob da was dahinter ist, ja, hinter dem, was wir jetzt über die letzten 1,5 Stunden besprochen haben oder vielleicht auch nicht, ja, komplett euch überlassen. Könnt ihr einfach selber ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Der ist hier gerade eingeblendet. Und der andere, wie schon gesagt, ermöglicht so einen kleinen Discount, wenn ihr tatsächlich euch entscheiden solltet, was zu kaufen. Das ist natürlich komplett euch frei überlassen. Genau, also ich bin so auf die Duschen gestoßen, habe das ausprobiert, das war wirklich, ihr habt es gehört, oder? Das war eine unglaublich tolle Erfahrung, deswegen bin ich auch so glücklich und fröhlich, dass ich euch hier das auch ermöglichen kann, beziehungsweise das hier nochmal mitteilen darf, ja. Alles Gute und ich bin gespannt zu hören, wie es euch damit geht, ja. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.